Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. In der letzten Folge haben wir viel Lagebesprechung gemacht, viel Diskussionen gemacht, einen Soldaten festgenommen und er ist jetzt ein wirklicher Soldat. Der weiß, was Sache ist, ne? Hey, Bäume verschieben. Schade. Cool. Ja gut, ich würde sagen, wir holen uns jetzt als erstes mal ein Pferd. Wenn es uns schon zusteht. Wenn es uns schon zusteht, steht uns ein Pferd zu. Das holen wir uns jetzt, wenn wir es können. Einfach reinspringen. Gut, wo kriege ich das Pferd? Wir sind immer noch nicht zurück. Ich will mein Pferd. So langsam müssen sie doch zurückkehren. Was ist denn da nur los? Oh! Seid ihr Prinzessin Zelda? Willkommen auf der Hyrule Farm. Impa hat uns bereits über die Lage in Kenntnis gesetzt, was eure Stute betrifft. Mein Bruder wollte einen kurzen Ausritt mit dir machen, ist aber immer noch nicht zurück. Luciano! Was brüllst du so herum? Siehst du denn nicht, dass wir hohen Besuch haben? Aber es ist eine Katastrophe! Ich bin zum Karottenfeld im Nordwesten von Schloss Hyrule geritten, als urplötzlich ein Riss auftauchte. Das Pferd hat mich weggestoßen, ist dabei selbst in den Riss gezogen worden. Was? Bitte verzeiht mir, Prinzessin selber. Ich muss sofort los und mir die Lage ansehen. Und dann läuft sie entspannt los. Okay. What? Autsch. Ich dachte jetzt... Achso, das Pferd macht gar keinen Schaden. Das ist ja lustig. Wahrscheinlich muss man bestimmt Gas geben, ne? Kann das sein? Jetzt hier den hier mach? Ah ja, okay. Ich finde das klasse. Ich hab den literally einfach ein Pferd geklaut. Ah ja, das ist ja. Sie hat mich vor dem Riss beschützt. Wir müssen sie irgendwie retten. Keine Sorge, ich bin... Fuck. Ups. Ach, B muss ich sagen, okay. Ah, sie steckt in diesem Riss. Wie können wir ihr nur helfen? Ein schönes Karottenfeld. Scheiße auf das Pferd. Was mache ich denn ohne Karotten? Könnt ihr rausholen? Oh, ich kann die Karotten nicht rausholen. Na gut. Hier muss ich einen Zugang öffnen können. Weiche zurück, Zelda. Rein da. Es geht um ein Pferd und ein paar Karotten. Die Anwesenheit meiner Gefährten spüren. Sie sind ja an verschiedenen Orten eingeschlossen. Insgesamt 4 Stellen. Wenn wir sie alle befreien, ist dir das zu. Das Karottenfeld im Nichts war sein Name. Scheiß drauf, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wait. Die brauchen nur noch eins? Ja, moin. Oh. Da wollte ich nicht rein, nichts für ungut. Erstmal alles vernichten, kompletter Waldbrand. Ich wusste, dass da noch ein Viech rumrennen würde. Deswegen habe ich es gleich abgemordet. Ja, der Waldbrand hat dafür gesorgt, dass da jetzt definitiv nichts mehr rumrennt.
Na gut, hier haben wir also auch noch so ein Ding. Oh, shit. Oh, das kenne ich. Den Raum hier war ich schon mal. So cool. Oh, den da, oder? Holy. Ist das jetzt Idiot gegen Idiot oder was? Wow, er hat mein Fleisch kaputt gemacht. Okay. Ich halte dich nicht für fähig. Okay, er hatte das Ding. Easy. Also gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Zack. So, das erste haben wir geholt. Easy. So, weiter geht's. Gehen wir dahin, weil da waren auch welche. Dann haben wir schon mal den Eingangsbereich. Hattest du es fast. Wie ist denn das? Kann ich hier eigentlich einen Wasserblock setzen und einen Heider hinbauen? Okay, lustig. Ah, oh, schade. Ja, gut. Ich sehe da Verbesserungspotenzial. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Dein fucking Ernst. Dein fucking Ernst. Jawohl. Herzala. Jawohl, sehr schön. Ja, die Überlegung ist jetzt, dass wir dieses Mal vielleicht richtig machen. Jetzt setzen wir selber so ein Ding dahin. Ach ja, okay. Ja, ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Auch den machen. Gut, dann haben wir das Ding auch. War jetzt nicht weiter schwierig. Ergibt schon irgendwo Sinn. Okay. Kleines schönes Rätsel. Easy zu lösen. Okay, das macht nicht wirklich den Unterschied. Oh, da ist mein Pferd. Ich kann gar nicht mit ihm reden. Ach, wie dreist. Achso, jetzt haben wir sogar schon alles gefunden. Waren wir schon? Okay. Also wir haben wirklich alles gefunden, sehr schön. Ach, du liebes bisschen, was ist das denn? Ist hier die Dinger taktisch verschieben oder was?
Was bringt mir das dann? Kann man hier von weiter unten anvisieren. Okay. Das ist das Letzte auf jeden Fall. Easy peasy. Nie in Gefahr. Holen wir unser Pferd raus, oder? Wir haben all meine Gefährten in dieser Welt ist nichts gefunden. Damit können wir den Riss nun schließen. Finde ich gut. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Ja, eins noch und dann habe ich Level 6 erreicht. Sehr schön. Wir haben 2 Kristalle der Stärke erhalten. Und haben jetzt 30. Komm, lass uns verschwinden. Also, ich darf das gar nicht selber entscheiden, indem ich zu dem Ding gehe, sondern wir müssen jetzt sofort gehen. Na gut, wenn du drauf bestehst. Der Riss ist weg. Luciana, das Pferd der Prinzessin ist nirgends zu sehen. Das war alles sicher sehr furchteinflößend. Vielleicht ist das arme Tier deswegen irgendwo noch immer noch verängstigt und versteckt sich irgendwo. Hey, komm zurück, du bist in Sicherheit. Fast so, als ob es kein Deutsch spricht. Ich hab's, Karotten. Das sind doch die Lieblingsspeisen von Pferden und so. Wenn wir ihr eine Karotte anbieten, wird sie sich garantiert beruhigen und zu uns zurückkommen. Das sind schon einfache Tiere, also in dem Spiel. Was für eine Erleichterung, es scheint ihr gut zu gehen, ich sehe keine Verletzungen. Ich wette, sie freut sich endlich ihre Besitzerin kennenzulernen. Vielen Dank für eure Hilfe. Möge diese Stute von Impur in unsere Obhut gegeben, von euch von jetzt an treu zur Seite stehen. O1 noch, euer Hoheit, kennt ihr schon das Fahnenrennen? Dabei handelt es sich um ein Pferderennen auf der Hyrule Farm, an der man mit seinem eigenen Pferd teilnehmen darf. Wenn euch das reizt, kommt auch irgendwann mal zur Hyrule Farm. Auf Wiedersehen, Prinzessin! Danke, dass du den Riss geschlossen hast. Ich dachte schon, mein Karotten... Danke dafür, dass du den Riss geschlossen hast. Ich dachte schon, mein Karottenfeld wäre für immer verloren. Wie kann ich das je vergelten? Nun, für den Anfang darfst du dich hier gern jederzeit bei den Karotten bedienen. Zeit dafür zu sorgen, dass du bankrott gehst. Oh, die kann ich lernen. Voll gut. Karotte gemerkt. Von einem Feld im Nordwesten von Schloss Hyrule. Schmeckt Pferden noch besser als normale Karotten. Cool. Was dich angeht, ich mochte dich nie. Oh no. Gut, gut, kleine Bäckra. Dieser Aufziehschluss ist das allerwichtigste Werkzeug an meinem Metier. Also sei so gut und gib mir zurück, okay? Hörst du? Es soll dein Schaden nicht sein. Ich werde dir auch bestimmt nicht den Hals umdrehen. Versprochen. Bockiges Federvieh, warum ignorierst du mich? Mich bohrt es dem bombastischen Bastler. Leuchtende Bolide am Firmament der hylianischen Erfinderboheme. Boah, ich bin Luft für dich, oder was? Gib mir das Ding endlich zurück, sonst gibt's auf die Fresse. Ja, oh, ich stecke hier echt in der Klemme. Bordes und seine Automaten. Dem selbsternannten Erfindergenie Bordes wurden vom Vogelmonster Bäckra ein wichtiges Werkzeug gestohlen. Aber was soll ich da machen? War jetzt nicht so schwer.
Danke, dass du diese bockige Päckler in die Pfanne gehauen hast. Endlich habe ich meinen geliebten Aufziehschlüssel zurück. Aber ich sollte dir wohl noch verklickern, wie du vor dir hast. Gestatten, Bordes, bombastischer Bastler und größtes Erfindergenie von ganz Hyrule. Seit Jahrzehnten baue ich jetzt meine Automaten. Ganz unborniert kann ich behaupten, dass ich ein Meister meines Faches geworden bin. Allerdings bin ich auch der Einzige in Hyrule, der diese Berufung nachgeht. Haha, so schwer ist das gar nicht. Doch genug von mir, du scheinst sehr geschickt zu sein. Sag bloß, du bist eine Monsterjägerin oder sowas. Vielleicht ist sie die Richtige, um das volle Potenzial meiner Schöpfung zu nutzen. Ich heiße Prinzessin Zelda. Ja, das ist mir egal. So, wir machen das jetzt so. Du suchst meine Bleibe auf und da kriegst du dann eine Belohnung für deinen Beistand. Ich wohne etwas abgelegen, also lass mich den Ort besser auf deiner Karte markieren. Meine Bude ist so bombastisch, die erkennst du garantiert, wenn du erstmal in der Gegend bist. Das ist dieser Schuppen rechts, oder? Das müsste der Schuppen rechts sein, wo ich in die Höhle gegangen bin und dachte, da ist direkt ein Warpoint in der Nähe. Ich weiß, wo das ist. Ja, ich bin da mal auf dem Heimweg. Tschüss. Hey, Pferd. Achso, okay. Ja gut, da brauche ich jetzt keine Markierung. Euer Hoheit, seid ihr hier? Ihr seid sicher hier, um euch ein wenig zu zerstreuen, oder? Auf der Hyrule Farm könnt ihr am Fahnenrennen teilnehmen. Für uns ist das nicht nur Spaß, sondern auch eine Methode, um unsere Pferde stark und schnell zu machen. Wenn ihr am Fahnenrennen teilnehmen möchtet, steigt doch bitte auf das Schimmelstute und sprecht mich dann nochmal an. Da kriegt man diese Pfeife, glaube ich, ne? Musste mal kurz den Sound resetten, das war echt delayed. Ah ja, die Spieluhr hat eure Neugierde geweckt. Die Klänge, die sie erzeugt, sind wirklich wunderschön. Du siehst der aktuelle Preis für das Fahnenrennen. Beim Fahnenrennen handelt es sich um ein besonderes Rennen, das wir auf der Farm veranstalten. Vielleicht möchtest du auch einmal probieren, dann brauchst du ein eigenes Pferd allerdings. So, hilft alles nichts, ne? Sehe deinen gewissen Anreiz, das mal zu versuchen. Ihr wollt also die Herausforderung machen? Okay, euer Hoheit. Wollt ihr teilnehmen? Ich heiße Zelda, was ist das? Dabei geht es darum, alle Fahnen auf der Strecke in der richtigen Reihenfolge aufzusammeln und möglichst schnell ins Ziel zu kommen. Wenn ihr so über die Strecke jagt, Hindernissen ausweicht und sie überspringt, stärkt das auch die Bande mit eurem Lieblingspferd. Wir müssen für die Teilnahme allerdings eine kleine Gebühr nehmen. Nun wollt ihr euch am Fahnenrennen versuchen. Heiße Zelda, hör von mir aus. Cool. Sehr schön. Das ist euer erstes Fahnenrennen, das sollten wir mit der Kurzstrecke anfangen. Die Kurzstrecke führt schlicht und einfach einmal um die Farm herum. Zeitvorgabe beträgt 23 Sekunden. Wenn ihr es schneller schafft, bekommt ihr einen tollen Preis. Die Gebühr beträgt 10 Rubine. Ja, ich hasse Zelda, machen wir. Vielen Dank, bitte warte kurz, wenn ich die Vorbereitung treffe. Mhm. 6 fahren und dann ab ins Ziel. Oh Gott. Okay. Okay, es ist auf jeden Fall unter der Zeit. Falls ich die Pferdepfeife kriege, ist das schon gut. Das ist schwer. Ich finde Pferdereiten in dem Spiel sau schwer, ehrlich gesagt. Gut gemacht, die Zeit ist 20:56. Damit seid ihr schneller. Herzlichen Glückwunsch. Joa, also hier kriegt ihr eine Belohnung. Das ist nicht, was ich haben wollte. 20 Rubine, hübsche Menge. Wenn ihr unter 17 Sekunden das Ziel erreicht, dürft ihr euch offiziell Strecken-Champion nennen. Da ihr die Vorgabe geschafft habt, dürft ihr ab jetzt auf der Mittelstrecke antreten. Es wäre eine Ehre, wenn ihr bald wieder einmal zur Zerstreuung von uns vorbeikommt. Ich versuch's noch einmal. Ah, 17 Sekunden klingt schon brutal. Ein Versuch ist es wert, oder? Oh nein, alles gut. What? Gott! Dang it, wie schafft man das? Das ist ja sau schwer!
Ich hoffe sehr, dass man das nicht machen muss, ne? Ach du Kacke. Aha. Butter. Ja, von mir aus, okay. Cool. Na gut, wir versuchen mal die Mittelstrecke. Mittelstrecke, please. Ja, die Mittelstrecke verläuft außerhalb des Farmgeländes auf der Ebene von Hyrule. Zeitvorgabe sind 25 Sekunden. Schneller und ihr bekommt einen tollen Preis. 10 Rubine. Okay. Ich mach schnell Vorbereitungen. Du Scheiße. Oh Gott. 5 Farmen und dann ab ins Ziel. Ich konnte irgendwie nicht antreiben. What the fuck? Oh nein! Pferd! Pferd! Nein, ich mach weiter, danke. What the fuck? Wow, ich wurde ins Ziel gewarpt, okay. Ja gut, das war schneller als es anders zu machen. What the fuck? Ja gut. Ich will gar nicht wissen, was hier der Rekord ist. 19,14 Sekunden. Boah, 25 Sekunden geschlagen. Mein Glückwunsch. Dass ihr die Vorgabe geschafft habt, hier ein kleines Andenken. Das ist einer der größten Schätze unserer Farm. Ah, cool, das wollte ich haben. Du hast die Prisma-Spieluhr erhalten. Zylindrische Spieluhr, die in allen Farben des Regenbogens schimmert. Ihre wunderschöne Melodie lässt kalte Herzen aufblühen. Und dann noch 20 Sekunden zu unterbieten. Ganz ohne Zweifel seid ihr damit der Streckenchampion. Und dem Champion der Mittelstrecke gebührt dieser Preis. Holy shit. Okay. Das ist schön, das ist schön. Damit habe ich das Wichtigste von der Farm bekommen. Sehr schön. Nice. Und sogar noch ein neues Herz. Ja, da ihr die Vorgabe, die ihr der Mittelstrecke geschafft habt, erteile ich euch hiermit die Freigabe für die Langstrecke. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr bald wieder einmal zur Zerstreuung bei uns vorbeikämt. Ja, komm, die spielen wir jetzt auch noch. Klar, Langstrecke, was geht da? Bei der Langstrecke folgt auf den Abschnitt außerhalb der Farm noch einmal die Umrundung der Farm. Zeitvorgabe 50 Sekunden schneller und ihr bekommt einen tollen Preis. 10 Rubine. Vielen Dank, ich mache schnell die Vorbereitung. Da gibt es bestimmt nochmal ein Herzteil oder so, wetten. Boah, ich fände das nicht gut, wenn es für jeden Teil ein Herzteil gäbe. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das sieht schrecklich aus. 8 fahren und dann ab ins Ziel. Boah, ich werde hier sicherlich nicht antreiben. Und erst jetzt. Oh Gott, das war falsch. So, hier nicht. Sondern. Oh Gott. Keine Chance, keine Chance. Ich bin so im Arsch. Das schaffe ich niemals. Ach du Kacke. Da können wir nicht vorbei, ne? Nee. Oh mein Gott. Oh Gott. Gott, ist das schwer. Okay, aber mit ein bisschen Übung kriege ich das hin. Ich weiß nicht, ob man da 10 Sekunden schneller sein muss mit einem Streckenchampion, aber das wäre schwer. Uff, das ist anstrengend. Das Pferd zu steuern ist so knifflig, aber ich mache es jetzt absichtlich, damit ich Übung kriege. Ja, 46,89 habt ihr geschafft. Kleine Belohnung. Ja, für 5 weitere Versuche sozusagen. Also da weißt du schon, wie lange du brauchen sollst. Okay. Ich guck mal. Zelda Echoes of Wisdom. Fahnenrennen. Fahnenrennen gewinnen. Okay. Oh fuck. Wahrscheinlich müssen wir 17 Sekunden auch schaffen, weil gibt es 3 Kristalle der Stärke. Ja, da gibt es eine Anleitung, wie man das machen soll. Okay, die Mittelstrecke haben wir geschafft. Die Langstrecke bringt uns... Oh shit, auch was ich haben will eigentlich. Oh, okay. Oh,
Unter 40 Sekunden, oh Gott. Okay, kriegen wir hin. Wir versuchen es nochmal. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass sie die Langstrecke schafft. Aber ihr könnt immer noch Streckenchampion werden. Dafür müsstet ihr 40 Sekunden schaffen. Okay. Ich versuche sie alle. Langstrecke, please. Streckenchampion wäre geil. Wir versuchen es. Ich krieg das hin. Das Herzteil habe ich ja schon mal. Das ist das Wichtigste. Aber... Okay. Nein, nein. Das ist okay. So, möglichst eng schneiden soll ich hier. Hier. Genau, hier kann man den hier machen. Chit, chit, chit. Ich bin so kacke. Ja. Mach weiter. Oh, das wird knapp. Oh nein, es wird so knapp. Eine Sekunde, weil ich... Ja, ich muss einfach die Sprints richtig setzen. Ich muss die Strecke, wenn ich es ein, zwei Mal mache, dann weiß ich, wo ich lang gehen kann und wo nicht. Dann wird das besser. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Milch ist auch nicht schlecht. Drei Stück sogar ist sehr gut. Ja, ja. Ein bisschen nervig, dass sie nicht einfach fragt, ob man es nochmal versuchen will, ehrlich gesagt. Ja, ja, ist okay. Nein, ich brauche die Info nicht. Versuchen wir uns mal direkt zu sprinten. Oh shit. Oh shit. Aber offensichtlich ist das so geplant, dass man zweimal macht. So. Oh Gott. Shit. Oh mein Gott, okay. Scheiß drauf. Also ich darf da auf keinen Fall sprinten. Auch hier muss ich erst hier sprinten. Okay, es ist wirklich, ich muss da oben dieses Sprinten hinkriegen. Ich habe zweimal falsch gesprintet, zack, 5 Sekunden verloren. Das ist definitiv schaffbar, es ist nicht schwer. Es ist definitiv nicht schwer, aber ich würde das jetzt gerne in diesem Part abschließen, damit ich hier nie wieder hin muss. Oh, das ist auch gemein. Bitte frag mich einfach, ob ich es nochmal versuchen will. Warum macht man solche Menüführungen? Es ist doch klar, dass man das 20 Mal macht, bis man es irgendwann geschafft hat, Leute. Sind diese kleinen Dinger, die halt so ein bisschen nerven, sag ich mal. Jetzt muss ich jedes Mal 20 Mal... Ne, jetzt baut die Strecke erst wieder und dann... Ja, das ist ein bisschen blöd. Nein. Weil es so viele Menüs sind, so Animal Crossing Style. So, hier werde ich definitiv erst um die Kurve... auch die Möglichkeit, wie man das schnell hinkriegt. So. Bin auf jeden Fall schneller. Treib an, Mädel. Okay. Passt. Die beiden schweren sind geschafft. Jetzt muss ich nur noch einmal die leichte schaffen und dann habe ich die komplette Farm schon abgeschlossen und muss das nicht nochmal tun, da ich die Steuerung mit dem Pferd schwer finde. Boah, ihr seid die Beste! Und damit habt ihr hier diesen Preis. Du hast das Sturmritorn erhalten. Glücksbringer aus robustem Horn, der den Spurtangriff deines Pferds stärkt. Okay, ja, jetzt haben wir nur noch einen, den wir machen müssen. Machen wir Kurzstrecke. Haben wir geguckt. Also auch hier kurz die Anleitung.
Okay, ein bisschen Training. Wir kriegen das hin irgendwie. Nehmen wir teil. Ein-, zweimal versuchen wir es. Wir werden hier nicht mit Gewinn rausgehen, aber soll jetzt mal egal sein. Nein, bitte. Das war schon okay. Das war schon mittelmäßig erfolgreich, sag ich mal. Ja, weil ich am Anfang hängen geblieben bin an dieser Scheißkiste. Oh, das ist ärgerlich. Das war die Sekunde, die mir gefehlt hat. Weil das Pferd erstmal gedacht hat, ich gucke mir die Kiste an, vielleicht ist da ja was. Nee, da ist nichts, liebes Pferd. Unlucky. Jetzt kriegen wir wohl ein bisschen Butter. Irrelevant. Ja, bitte frag doch einfach, ob ich es nochmal machen will. Bau die Scheiße nicht ab. Es ist doch offensichtlich. Wenn ich hab die letzten 30 Male habe ich jetzt hier gestanden. Ich hab gesagt, ich will das machen. Es ist doch offensichtlich, dass ich überall Streckenchampion werden möchte, liebes Mädchen. Warum baust du das immer wieder ab? Nein, ich brauche keine Erklärung. So. So. Machen wir es besser. Hier oben hin, unten hin. Einmal die Kurve rum. Wir müssen mal links gehen. So. Nein, warum bin ich zu langsam? Oh Gott. Warum ist das so schwer? Das ist die leichteste Strecke und ist schwerer als die anderen beiden. Was ist das? Oh Gott, ja, danke. Frag mich lieber einfach, ob ich es nochmal machen will, damit ich diese 20 Menüs nicht durchmachen muss. Uff, okay. Ich hoffe sehr, dass ich das schnell schaffe. Ich bin ja offensichtlich nah dran. Kurzstrecke. Ja, es ist schön, danke. Ja, bitte. Ich hasse es, wenn man in Spielen 20 Menüs machen muss. Nein, bitte erklär sie nicht. Mach einfach los. Oh Gott. Oh, das war schlecht. GG ist verloren. GG ist verloren. Ja. War schlecht. Ich habe zu früh beschleunigt. Und jetzt darf ich wieder doppelt so lange Menüs durchklicken. Weil man mich nicht einfach fragen kann, ob ich es nochmal machen will. Halt die Schnauze. Bitte. Schön. Man müsste wirklich mal zählen, ob ich länger in den Menüs bin oder auf der Strecke. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich habe sie die letzten 20 Mal nicht gebraucht. So. Erstmal hier und dann die Kurve scharf nehmen. Ja, und dann auch hier. Nein, das ist wieder... Oh mein Gott, warum ist das so schwer? Das ist das leichteste Strecke und ist am schwersten. Wie haben sie denn das geschafft? Oh Gott. Oh, uiuiui. Ja, und jetzt wieder doppelt so lange Menüs. Ja, es ist dir schön. Du könntest meine Zeit weniger verschwenden. Das wäre mir eine Ehre. Ja, immer noch. Es ist echt schlimm. Nein, ich brauche immer noch keine Erklärung. Dankeschön. Achso, ich muss erst kurz warten. Jetzt kann ich es machen. Oh, das ist jetzt... Oh mein Gott, finally. Gut, ich muss mir die Menüs nicht mehr antun. Das ist schlimmer. Ich hab jetzt extra nochmal all meine Kraft zusammengenommen. Bloß damit ich diese Scheiße nicht mehr lesen muss. Nein, Quatsch. Okay, das war anstrengend. Ich schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die leichteste Strecke auch am schwersten fandet, weil die fand ich jetzt wirklich echt krass schwierig. Okay, und jetzt kriegen wir noch ein paar Leuchtsteine. Also Kristalle der Stärke. Okay,
Ich werde hier nie wieder zu sehen sein. Pff, am Arsch, ey. Warte mal. Ist noch etwas? Pferd, spuck sie an. Aber so voll asozial. So, na gut. Cool. Haben wir also ein Pferd? So. So, wir üben das jetzt mal, ne? Tschüss, Pferd. War schön mit dir. Jetzt müsste ich doch diese Leuchtbox nutzen können. Hä? Ich dachte, damit kann ich das Pferd rufen. Ach. Oh. Die Spieluhr hätte ich gar nicht gebraucht, um mein Pferd zu rufen. Ja, das ist ja lustig. Ja, gut. Wie ist denn das? Kann das Pferd eigentlich auch auf Bäumen laufen? Wäre ja krass, wenn es das könnte. Das wäre ziemlich lustig, ehrlich gesagt. Ja, es rennt auch auf Bäumen. Mein Pferd kennt gar nichts. Gut, wo will ich hin? Ich will die Abkürzung nehmen. Halt. Was ich auch noch machen wollte, ist, ich wollte mich umziehen. Dich brauche ich für immer und ewig. Und dich hier nehmen. Oh, das ist wirklich ein Unterschied. Den hat man schon gemerkt. Ach du Scheiße. Junge, huiuiui. Nicht schwimmen gehen. Nicht schwimmen gehen, mein liebes Pferd. Okay, cool. So, ich würde jetzt noch mein Zeug upgraden. Und dann ist, glaube ich, ein guter Moment, um die Aufnahme abzubrechen. Also abzubrechen, ja, genau. Um die Aufnahme zu beenden. Kommt ihr mit dem Schwert der Stärke gut zurecht, während ihr unterwegs seid, habt meine Forschung nicht geruht. Ich habe herausgefunden, wie wir es nicht noch weiter verbessern lässt. Doch genug des Vorgeplänkels, probiert es einfach mal aus. Was möchtet ihr verbessern? Oh, shit. Vorsicht, Kristalle, okay? In Ordnung. Ich heiße Zelda. Das ist natürlich blöd, weil zumindest eins, also zwei hätte ich zumindest ganz gerne noch verbessert, aber leider ging das nicht. Schade, schade. Das Schwert der Stärke hat Level 3 erreicht. Was möchtet ihr verbessern? Nix. Was macht das Level 3? Eine Erklärung wäre ganz cool gewesen. Euer Hoheit, werter Try, ich hoffe, ihr seid wohl auf. Kann ich euch helfen? Ja, es ist Zelda, lass mal plaudern. Konnten euch die Soldaten bereits behilflich, seit wir die Gebiete entsandt haben, die mit den drei Göttinnen in Verbindung stehen? Die Soldaten wurden in alles eingeweiht und damit beauftragt, in der ihnen zugewiesenen Region Nachforschungen anzustellen. Zögert also nicht, euch mit ihnen zu unterhalten, solltet ihr unterwegs ihnen begegnen. Sonst noch was? Ja, es ist Zelda, erzähl mal was über den Risse. Derzeit arbeiten Lübert und ich eifrig daran, Informationen aus den verschiedensten Gebieten zusammenzutragen. Daher wird es noch eine Weile dauern, bevor ich Details zu dieser Forschung mit euch teilen kann. Kann ich euch noch helfen? Nein. Okay, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Tja, okay. Ich glaube, für heute soll das mal genug gewesen sein. Auf jeden Fall ist die Farm damit abgeschlossen. Alle Rennen haben wir gewonnen. Wir sind der Ultra-Champion von allem. Haben ein wunderhübsches, süßes Pferd. Ja, Pferd, ich mag dich, ist schon okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich dich immer nett angucken werde oder freundlich zu dir sein werde, aber ich finde dich ganz okay. Ja, seht ihr, das ist Pferd glücklich. Gut. So, ich glaube, ich mache jetzt erstmal wieder Aufnahmepause. Ich habe jetzt einige Videos, die ich hochladen muss. Aktuell hochgeladen. Oh shit, oh shit. Oh shit, bin irgendwie auf Abwägen. Ne, lass mal. Das ist die Farm. Ich wollte jetzt eigentlich nach ganz oben. Oh, wait. Was ist hier? Was ist hier? Lass dir das mal bitte. So. Gut, ihr habt es ja so gewollt.
Haha, ich wusste, dass hier irgendwas ist. Einen haben wir zumindest erhalten. Dann sind wir jetzt auf 14. Der Mord. Hey, Monsterstein, das ist cool. Das Gefühl, ich muss diese Steine. Ich glaube, hier ist noch ein Rätsel. Ja, ja. Er ist schon so verdächtig eingerastet. Wow. Das ist jetzt sehr antiklimatisch. Okay, so, liebes Pferd. Oh Gott, viele Gegner. Ja, die machen mir alle nichts. Bin ja brav. Leibpferd. Ich liebe es, wie ich über Leibpferde abstehen. Lustigerweise, das da unten. Hier unten war ja irgendwo noch eins. Das ist nicht mehr da, weil das ist unsers. Wir wollen zum Hebraberg, das heißt, wir müssen jetzt hier runter. Ich bin das Unglück und der Hass. Einfach mal den Wald in Brand setzen. War ja gar nichts, wie langweilig. Oh. Ich find's klasse, wie es ihr egal ist, dass es brennt, solange das Monster weg ist. Das ist schon schön. Okay, cool. Ich will als erstes auf jeden Fall hier oben den Berg machen. Ich hab nur die Befürchtung, wenn ich zu weit in den Norden... Ja, da ist schon der erste Soldat. Hier komme ich nicht mehr weiter. Das heißt, wir killen hier schnell alles, was gefährlich wird. Dich zum Beispiel. Und fackeln den ganzen Wald ab. Was weg ist, ist weg. Hier könnten Gegner sein, sie müssen alle sterben. Okay, cool. Ich würde da tatsächlich ganz gerne Schaden nehmen. Das meine ich sogar ernst. Bisschen mehr bitte noch. Meinte das ernst. Für Schaden nehmen. Das ist schon okay, keine Sorge. Sie leidet, aber das ist schon okay. Okay. 3 Herzen Schaden, das sollte reichen. Also, um zu überprüfen, was macht unser Bett? Okay. Selbe Heildauer, aber 2. 2 pro Dingsens. Und lustigerweise glaube ich auch... Ne, 3. Das braucht 3. Okay. Cool. Hey, Pferdi, Pferd. Es ist so süß. Es ist so süß, das Pferd. Okay. Ja, mehr gibt es da nicht mehr zu tun, oder? Sind wir glücklich. Wir haben jetzt unser Pferd. 44 Minuten. Sozusagen 2 Parts mal wieder. Eieieiei. Ich würde mal sagen, falls euch die Folge gefallen hat, würde mich über einen Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann nach Ranell auf und wollen den letzten Teil der Karte aufdecken. Bis dahin, macht's gut. Ciao.